Wie viele von den Dingern gibt es eigentlich? Und ich habe nicht wirklich darauf geachtet, was für einen Zweck die Golems eigentlich haben. Was macht denn der jetzt? Ach, der klettert einfach über die Mauer. Der ist ja groß genug, der kann das. Teil der Abgrundrüstung. Dankeschön. Das ist sehr nett. Aha. Oh. Ich wäre jetzt einfach geradeaus durchgegangen. Ja, hier ist wirklich der Rückgang, der Rückweg. Unsichtbares können wir jetzt eh nicht sehen. Was macht denn der hier? Ich dachte, ich war hier eigentlich relativ, naja, sauber, was die Gegner anbelangt. Na gut, gehen wir in den nächsten Weltgang, was auch immer. Wo müssen wir denn da jetzt hin? Das sind riesen Tunnel, wirklich. Okay. Hier ist wieder alles vereist. Hier muss ich dann später nochmal hin. Ich muss mir so viele Orte merken. Oh. Okay, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, das zu machen. Ja, hier ist mal wieder. Komme ich hier überhaupt hoch? Nee, ich komme hier nicht mehr hoch. Was ist denn hier los? Ich komme hier nicht mehr nach. Na gut, einmal hier unten, dann muss ich mir das halt antun. Weiter runter geht's nicht. Ah, man muss hier also wirklich lang schwimmen. Sehr schön. Wo geht's denn hier mal feines noch lang? Oh, Gegner. Weg mit euch, ihr dämlichen Mistdinger hier. Ich mache euch alle kaputt. So. Ja, und da waren sie auch schon kaputt. Dann waren wir doch sehr, sehr schnell. Ja, genau, der passt hier nicht durch, ne? Genau. Na gut, gehen wir nach unten. Hier sind auch keine Gegenstände, die man mitnehmen kann. Yeah, wieder ein toter Fisch mehr auf meiner Liste. Fisch Nummer 10. Und 11 wahrscheinlich. Aber so viel zähle ich ja jetzt auch nicht mit. Ah, das erinnert mich so extremst an Soul Reaver. Da gab es auch so eine Welt. Aber das einzige Problem war, man konnte unter Wasser nicht angreifen. Oh, habe ich das gehasst. Man musste um sein Leben schwimmen jedes Mal. Oh, das ist so schlimm. Mit der Engine könnte ich mir ein neues Soul Reaver ungefähr vorstellen. Ein bisschen besser wäre noch. Und wenn die noch diese Vertical Sync Error da Dinger wegmachen, wäre es noch auch ganz okay. Aber ansonsten wäre es auch ganz nett. Wenn THQ sich daran setzen würde. Okay, na komm. Aber THQ, die haben ja theoretisch nichts damit zu tun. Okay, hier. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier runterspringen könnte oder nicht. Das sieht mir doch sehr nach Abgrund aus. Okay, wir werden es mal versuchen. Komm, ich will wissen, was das ist. Oh. Okay. Haben wir es also erstmal gecheckt. Es ist, es geht ziemlich knapp weit nach unten. Oh mein Gott, nein. Die Minen habe ich jetzt ja auch nicht gesehen. Gut, dass ich die wenigsten Sätze gesehen habe. Aha. Oh, danke. Wenigstens das klappt. Okay, hier hinten ist nichts. Ah, ein Vulkrim-Posten. Dankeschön. Ja, ne? Und für alle die den normalen Weg nach unten gehen wollen und sich nur einfach abseilen können, weil sie die Taste nicht kennen. Wieso kann ich denn eigentlich nicht hier rumspringen? Gut. Man muss sich also wirklich fallen lassen. Anders geht's nicht. So, wir werden jetzt erstmal hier diese Teile der Reihe nach explodieren lassen. Nur um dann auf Nummer sicher zu gehen, dass dann auch keine mehr da sind. Gut. Okay, Vulkrim-Posten war hier. Ja, wieder einer gefunden. Wir können mal kurz noch mit ihm reden. Mal gucken, was er hat noch so. Wie viel wir haben. 4600. Was könnten wir uns mal dafür leisten? Das ist eine Besessenheit. Erhöht auf der Stelle Kriegschaosstufe auf das Maximum. Ah, brauche ich nicht. Aber es ist schön, wenigstens sowas noch zu haben. Leere Gefäße können mit vielen nützlichen Seelen gefüllt werden, ja klar. Brauchen wir die denn vorher, um die zu holen? Ich weiß gar nicht genau, wie das sich handhabt. Muss ich dann sowieso nochmal extra ausprobieren. Bruchstück,
brauche ich jetzt nicht zwingend. So ein Lebensding wäre auch nicht mehr gar nicht so schlecht hier. Bruchstück der Lebensessenz. Weil Zornkern, das ist ja ein Maximum. Ja, man kann keine Lebensdinger mehr holen, komischerweise. Könnte daran liegen, dass ich ganz fleißig gewesen bin und alle eingesammelt habe. Naja. Oder die kommen erst später wieder. Na dann, was werden wir uns mal holen? Ja, Waffenmeister können wir holen. Aber nee, das, da muss ich erst auf eine Waffe drauf tun. Aber ich habe sowieso nicht so viel Leben. Du bist so weise, wie du mächtig bist. Von daher... Ich weiß nicht, wie das funktioniert mit dieser Multikling-Angriff. Naja. Werden wir mal holen. Du bist äußerst geschickt, mein Freund. Und Dämonenschneide, nee. Irgendwas, was relativ schnell geht. Kraftschlag. Eine ausgezeichnete Wahl. So. Bam. Ja, genau. Kraftschlag haben wir auf dem Maximum. So, jetzt werden wir mal absorbiert Waffenschaden, genau, und verwandelt diesen in Gesundheit. Das funktioniert nicht mehr aus irgendwelchen Gründen nicht so schön, wie ich mir das gedacht habe. Und deshalb werden wir das umändern. In der guten Waffenschmiede. Hier, Waffenmeister. Das funktioniert, glaube ich, nur mit der jeweiligen Waffe, aber den Schaden, der durch einen Waffenangriff verursacht wird. Naja, okay. Wird wahrscheinlich daran liegen. Und Fluch ist das andere. Ja, gut. Für die Seelen, wenn wir das eine noch haben. Falls ich wieder keinen Zorn habe, werde ich es während des Kampfes einfach mal ändern. Wir können ja die Schmiede auch während des Kampfes benutzen. Ist ja nicht so, dass es Zeit braucht oder so. Es sieht aus, wie als wäre das eine Person, mit der ich reden könnte. Nee, es ist einfach nur irgendein Stab. Der Amboss-Furt. Was auch immer es ist sehr interessant. Okay. Gut, dann werden wir uns erstmal hier noch ein bisschen weiter umgucken. Hier gibt es zum Glück bloß eine Gegend, die man erkunden kann. Das ist sehr schön. Geht's hier nach unten? Nö. Manchmal habe ich das Gefühl, man könnte hier bei den seichten Gewässern irgendwie noch was Extras erkundigen oder so. Bäh! Holen wir uns mal das extra Währungseinheiten, was auch immer. Ja, jetzt ist eindeutig angenehm mit der Lautstärke. Und ich gehe mal auch davon aus, dass man mich jetzt auch ein bisschen besser hört. Dafür fehlt mir etwas. Ja, und zwar Kraft, wenn es denn um das geht. Wir brauchen also irgendeine Verbesserung, die was mit seiner Kraft zu tun hat. Kann ich denn endlich mal... Ja, jetzt. Ist hier noch irgendwo ein Auto, was ich schrotten kann? Hier ist noch eins. Das machen wir mit dem schönen Angriff. Oh, irgendwie... Du kannst also kurz... So, und dann hier noch ein bisschen... Dafür würde dann wahrscheinlich auch die Kraft fehlen. Also was ist das? Ein Hammer. Na komm schon, worauf wartest du? Keine Ahnung, das Weihnachten wird vielleicht... Wenn du jemals wieder benutzen möchtest, dann solltest du nicht berühren, was dir nicht gehört. Oh, okay. Du kennst mich also, aber ich kenne dich nicht. Und ich mag keine Fremden. Besonders keine Ungeladenen. Und wer du bist, ist vielleicht nicht so wichtig wie das, was du willst. Ich komme wegen des schwarzen Hammers. Tatsächlich? Nun, du darfst es gerne erneut versuchen. Aber danach solltest du dich hier besser nicht mehr von mir erwischen lassen. Du bist es. Was soll das jetzt? Der schwarze Hammer. Du bist es. Okay. Mach, was du willst, aber lass mich dir ein kleines Geheimnis verraten. Das da wäre. Der Dreck ist weitaus der einfachere von uns beiden. Okay, jetzt muss ich den mal wieder. Wow. Wow, was jetzt? Oh Gott, nein. Wie schnell ging das denn? Ich konnte den noch nicht mal sehen. Oh oh. Das funktioniert noch nicht mal. Schönen Dank. Zeit für die Klinge. Oh, man. Jetzt.
Klinge, die du da hast, ist nutzlos gegen ihn. Vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit. Die da wäre... Andere Möglichkeit. Gut, das wäre dann das hier. Damit geht's also auch nicht. Und wieder eins drauf. Naja, ich kann auch sehr viel mehr. Oh, nein, 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 nein. Ich darf mich echt nicht mehr von dem blicken lassen, ey. Ach, der nervt mich jetzt wie die Sau. Er kriegt jetzt sowas von aufs Maul. Ich hoffe einfach nur, das klappt jetzt, ey. Auch in der Dämonenform. Oh Gott, bevor es zu Ende ist. Das ist seit Jahrtausenden nicht mehr passiert. Oh, oh, oh. Was ist denn jetzt passiert? 100 Jahre. Seit Abaddon von uns genommen wurde, habe ich für diesen Moment gebetet. Für deine Verbrechen solltest du in der Weißen Stadt gerichtet werden. Aber bis diese Welt vom Zerstörer befreit ist, bleiben uns ihre Tore verschlossen. Gerechtigkeit kann nicht warten. Ich verurteile dich hier und jetzt! Wundervoll gemacht. Wo kam jetzt auf einmal dieser Hammer her? Deine Gerechtigkeit kann warten, bis wir unseren kleinen Disput beendet haben, Mädchen. Man mischt sich nicht in Auseinandersetzungen ein, die einen nichts angehen. Na los, flieg davon, Täubchen. Sonst rupfe ich... Blasphemie. Du bist es, der sich hier auf eine Seite schlägt. In einer Schlacht, die dich nichts angeht. Der Hammer ist so mega schwer. Bitte, erlaube mal. Der Typ ist total krass. Oh, das war ein One-Hit-Kill. Kommt dabei raus, wenn man berührt, was einem nicht gehört. Duck dich lieber. Ja, jetzt habe ich nämlich ein kleines Problemchen. Was denn das? Finden Sie den Eingang der U-Bahn. Und was bedeutet dieses Symbol? Eingang zur U-Bahn. Hier ist also kein Eingang zur U-Bahn. Vielleicht da hinten, aber das wird eigentlich auch nicht aufgehen. Ich würde sagen, hier wäre. Ah! Ich muss hier erstmal ein paar Engelchen geben. Der hat schon drei! Mann, jetzt weiß ich, was das Ganze zu tun hat. Ach, das ist so gemein. So, erstmal ein bisschen Killstealen hier. Wow, oh, wir haben einen. Was? Der hat vier. Ey, der Typ, der nervt so. Der, wieso ist denn der so extrem stark? Okay, 2 zu 4. 2 zu 5. Ich hoffe einfach mal, dass diese beiden auch schnell tot gehen. Oh Gott. 3 zu 6. Okay, dadurch, dass der jetzt nicht mehr mein Feind ist, dürfte das ziemlich einfach gehen. Okay, 4 zu 7. Ich hoffe, dieser Alte weiß, wohin er geht. Wir sind wegen des Herzens der Quälerin hier. Erinnerst du dich? Mhm. 4 zu 7. Hoffentlich kommen jetzt noch ein paar mehr Engel. Och, Menno. Was ist denn jetzt los? Ah, okay. Ich muss irgendwie jetzt mehr killen als der. Ist gar nicht mal so einfach. Wenn der die ganze Zeit One-Hit-Kills macht. Sag mal, was sind denn das auf immer für... Ja, 4 zu 8. Dankeschön. Oh, wie krieg ich denn die jetzt tot? Ja, nein, nein. Oh, pfui, schäm dich, du dämlicher Engel, du. Okay, 5 zu 9.
Ah, hier geht's also weiter. Oh Gott, ey, die killen mich. Gut, das werden wir demnächst öffnen. Der springt einfach hoch und macht die... Ah, ja genau, ich mach's so. Wow. Klick, 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 klick. Oh shit, na, wieso habe ich denn den Minikampf jetzt verloren? Das ist jetzt ein bisschen gemein. Ach komm jetzt hin, du. Ich muss unbedingt mehr killen als der. 6 zu 9. Jetzt muss ich Killstil, komm los, Killstil, Killstil, Killstil. 7 zu 9, danke. Ich glaube, jetzt weiß ich sogar, wie ich das machen kann. Einfach auf den nebenbei mit eindreschen. Oh, 8 zu 9. Ich bin sowas von gut. Da hinten geht es weiter und wir holen uns erstmal neues Leben. Das ist eine ziemlich gemeine Methode, aber na gut. Wir sind ja auch ein gemeiner Kerl, ja? Wir sind ja Krieg. Nicht? Irgendwie mehr killen als der. Wir müssen aber ein bisschen warten, bis die runterkommen. Oh Gott, nein. Was der mit dem Hammer macht? Kranker Scheiß. Oh, wieso greifen die mich jetzt an, hä? Kann mir das mal... Der Typ soll auch mal mitmachen. Oh, nein. Manchmal nervt es, so eine ganz spezielle Kamera zu haben. Na gut. Wir haben hier oben killen. Oh, scheiße, nee. Wieso konnte ich den jetzt nicht killen? Na gut. Einer weniger. 9 von 10. Wieder einer. Na komm. Okay, 10 von 10. Jetzt werde ich nur noch ein bisschen... Ach komm, los. Die können mich jetzt sowas von am Arsch lecken. Ich werde jetzt diese drei innerhalb der nächsten paar Sekunden killen. 13 zu 11. 14 zu 11. Ja, na, wie? Hier ist noch so eine Lebenstruhe. Hier drüben, Fremder. Ja, ja, ja. Immerhin geht das relativ schnell hoch. Moment mal, haben wir noch... Ah, stimmt ja, ich hätte ja noch die Steinhaut benutzen können. Aber die Steinhaut will ja nicht. Ja, 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 mit dem kann ich reden. Das ist aber jetzt gerade nicht das Problem. Was das Problem ist, ist wahrscheinlich das hier irgendwie zum Einsturz zu bringen. Na gut, werden wir das mal gleich machen. Ja, er wird mich werfen. Das habe ich fast schon... Oh, nein. So, komm. Kommt jemand bitte hier von dem Himmel runter? Dankeschön. Ja, 12. So, 15 zu 12. Einer weniger. Gut. Jetzt kriege ich dich noch, du dämlicher Mega-Engel. Ja, klar. Ich kann die wirklich extrem geil bullien. Das ist schön. 17 zu 12. Es läppert sich langsam. Ja, wie viele kommt denn noch? Hier oben noch einer. Oh, nein. Ah, den könnte ich mit einem Konterangriff eigentlich killen. Okay, wenn er denn mal mit seinem komischen Mist hier zu mir... Wenn er denn mal mit seinem Mist, wie gesagt, schlägt... Nee! Da benutzt du seine scheiß magischen Attacken. Das ist schon ziemlich gemein. Klick, 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 klick. Na, komm, 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 komm. Oh, wie schön. Jetzt können wir mal so einen Mega-Teil killen. Mal gucken, wie das ausgeht. Weil einmal draufschlagen nicht reicht. Geiler Scheiß. Wie viel Leben haben wir denn jetzt eigentlich? Ich hoffe, volles. Ja, genau. Hier unten ist nochmal was. Das werden wir aber gleich aktivieren. Ja, mein Gott. Okay, hier ist bloß... Naja, Müll. Und werf. Oh. Das tut mir jetzt ein bisschen leid. Und dahin. Bitteschön. Irgendwas schießt auf mich. Oh.
Das ist jetzt irgendwie beschiss. Komme ich denn jetzt mal auf die andere Seite? Ich